Hey! Oh. Hey, no, wenn ich schieße! Hilfe! Ein Räuber! Lauf nur! Lauf nur, ihr Helden! Hauptsache, dass mir die Kiste nicht mit wegläuft. Meine Goldkiste. Oh, die ist ja zu. Logisch, ist ja auch Gold drin. Ob ich sie mal aufknacke, Kinder? Ah, lieber nicht. Bestimmt sind die beiden zur Polizei gerannt. Ich muss machen, dass ich hier wegkomme. Ah, so. Diesen blöden Wagen kann ich nicht gebrauchen. So, und jetzt ab in meine Räuberhöhle. Guck mal da. Da. Ja. Da fehlt sie hinten die Sandspur, siehst du? Ja, da geht da. Sie lang. Bick, bick in den dickesten Dickicht. Halt, nicht so schnell. Fotzenplotz darf uns auf keinen Fall wiedererkennen. Wir müssen uns erst verkleiden. Ja, das stimmt, da hast du recht. Hm? Aber wie? Furchtbar einfach. Mal sehen. Mit dem siehst du aus wie ein Vogelscheucher auf Urlaub. Und ich mit der Zipfelmütze. Du erstmal. Du, wenn Oma dich sieht, die fällt gleich normal um. Dann bin ich ja beruhigt. So wird uns der Hotzenplotz auf keinen Fall wiedererkennen. Los, jetzt folgen wir der Spur. Genau. Verdammt ist diese Kiste schwer. Was tut man nicht alle fürs liebe Gold? Was mögen da wohl für Schätze drin sein? Ja, wir werden es ja gleich wissen. So, jetzt wird die Kiste aufgeknackt. Was so ein richtiger Räuber ist, der versteht sich aufs Goldkisten knacken, wie andere Leute aufs Öffnen von Bierflaschen. Ja, so, gleich ist es soweit. Und auf! Was ist denn das? Das ist ja gar kein Gold drin. Das ist ja Sand. Wo ist denn das Gold? Da ist kein Gold drin. Oh, man hat mich betrogen. Man hat mich belogen. Nicht den größten Räuber im ganzen Landkreis, den Räuber Hotzenplotz. Was ist denn das? Da führt doch eine weiße Sandspur von diesem Dickicht hier rüber. Hier lang geht sie. Dieser Seppel und dieser Kasper, diese Halunken. Die wollten mich ausspionieren. Na warte, denen soll das schlechter gehen. Wozu bin ich denn ein Räuber? Wozu habe ich eine Räuberpistole? Und wozu habe ich immer etwas gestoßenen Pfeffer dabei? Haha, das ist eine erprobte Sache mit der Pfefferpistole. Dann werde ich es den Halunken zeigen. Hast du sie? Wen? Die Spur. Ja, na klar. Guck da. Ja. Da fährt sie hin. Voll in dem Wald. Das ist richtig unheimlich, dieser Räuberwald. Ja. Ein Glück, dass wir beide so gut verkleidet sind. Ja. Ah, da sind die beiden Halunken. Jetzt heißt der gut zielen, alter Knabe. Hast du das auch gehört? Ihr Kinder, da hat doch jemand gesprochen. Ja! Hier hat jemand gesprochen. Und der gleiche jemand wird auch gleich schießen. Und zwar aus der Pfefferpistole. Der Pfeffer tut seine Wirkung. So, kommt durch in ihr Burschen. Ja. Kommt nur. Ja, rechts verlang. Und immer geradeaus. Ja. Ja. So, kommst du ja, meinen Burschen, in meine Höhle. Du dein. Und du dein. So, jetzt werde ich erstmal gefesselt. Ihr beinahe Lumpen hier. So. Ja, immer schön stramm hier um den Bauch herum. Na, das hättest du dir nicht denken lassen, was, Kasperl? Ich bin nicht der Kasperl, ich bin der Seppel. Ja, klar. Und ich bin der Kaiser von China, oder was? Ehrlich? Quatsch, Dummkopf. Bist du wirklich der Seppel? Blödsinn! Man erkennt doch an deiner Kasperlmütze, dass du der Kasperl bist. Hey, was ist mit dir los? Runter da! Der hat ja Schnupfen! Oh weia! Hier zieht's! Ich muss erstmal den Eingang meiner Höhle zumachen, um Gottes Willen! Du, der Räuber verwechselt uns! Der hält dich für den Seppel und mich für den Kasperl! Er macht doch nichts! Du, lassen wir ihn dabei! Vielleicht nützt es uns ja noch was! Ach so! Na, willst du endlich zugeben, dass du der Kasperl bist? Hey, warum antwortest du nicht, Kerl? Was soll er ihm denn antworten? Sie wissen doch sowieso schon immer alles, Herr Klotzenputz. Klotzenputz, Holzenplotz heiße ich.
Ja, natürlich, Herr Lotzenputz. Lotzenputz, du Dummkopf! Kannst du dir nicht mal die einfachsten Namen merken, was? Doch, Herr Lotzenklotz. Oh, um Gottes Willen! Lotzenputz, Kotzenhotz, Motzenhotz, Kasperl! Dich werde ich hier in der Höhle behalten, bis du schwarz wirst. Du wirst für mich arbeiten, nicht? Und dich, Seppel. Dich, Seppel, du. Dich werde ich verkaufen. An wen denn, um Himmels Bild? An wen? An meinen Freund Petrus Silius Zwackelmann, den großen und bösen Zauberer. Da sitze ich nun in meinem Zauberschloss und schäle Kartoffeln. Ich, der große und böse Zauberer Petrosirius Zwackelmann. Ich, der ich mit Leichtigkeit einen jeden von euch in jedes x-beliebige Tier verwandeln kann. Ich, der ich aus Dreck Gold machen kann. Aber Kartoffeln, die Schale abzaubern, das ist mir trotz großer Mühen noch nicht gelungen. Wenn ich doch bloß einen Dienstboten hätte. Aber nein, ich habe keinen Dienstboten. Und warum nicht? Weil ich noch keinen gefunden habe, der dumm genug ist. Denn nur einen wirklich dummen könnte ich in mein Schloss lassen, damit er mir nicht hinter meine Zaubergeheimnisse kommt. Denn da kann man als Zauberer gar nicht vorsichtig genug sein. Holla, bekomme ich etwa Besuch? Ja, ist doch schon gut. Was mag das nur für ein ungeduldiger Kerl sein? Platz, alter Freund. Guten Abend. Tritt ein. Was führt dich zu mir? Was hast du mir denn anzubieten? Etwas, wonach du schon lange vergeblich suchst. Sag bloß, ist es etwa ein... Ein Dienstbote. Ein Dienstbote? Ja. Ist der denn doch dumm genug? Dümmer geht auf keinen Fall. Das trifft sich. Wo hast du ihn? Hier in meinem Sack. Da, guck mal, da ist der Sack. Warte, gleich kannst du ihn sehen. So. Ja. Na, bitteschön. Ist der denn auch so dumm, wie der aussieht? Mindestens so. Das ist vortrefflich. Wie heißt er denn? Er heißt Seppel. Aha, Seppel. Den nehme ich. Halt. Was bekomme ich denn von dir? Naja, ich würde sagen, einen halben Sack Schnupftabak. Einen halben Sack nur? Dann kriegst du auch nur einen halben Dienstboten. Halt ein! Ist ja schon gut, du Räuber. Du bekommst ja einen ganzen Sack. Hier. Ja, und hier ist dein Dienstbote. So, na denn. Ich muss los. Willst du denn schon wieder gehen, alter Freund? Ja, ich muss doch wieder in meine Höhle. Dort habe ich den Kasperl, seinen Freund, da gefangen. Und der muss für mich arbeiten, bis er schwarz wird. Na, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal, alter Freund. Mach's gut, alter Freund. Komm gut heim. Und besten Dank für den großen Gefallen, den du mir getan hast. Und nun zu dir. Ab dort an den Küchentisch. Auf dich wartet viel Arbeit. Ich wünsche mir, dass du mir erstens 6 Körbe Kartoffeln schälst und klein schnibbelst. Ich wünsche Bratkartoffeln zum Abendbrot zu speisen. Zweitens möchte ich, dass du mir 6 Klafter Holz sägst, spaltest und aufstapelst. Drittens möchte ich, dass du den Küchenboden schrubbst. Und viertens sollst du mir die Kräuterbeete draußen in meinem Garten umstechen. Hast du das verstanden? Dann wiederhole. Jawohl, großer Zauberer, ich soll 6 Körbe Kartoffeln sägen, spalten und aufstapeln, 3 Klafter Holz schrubben, den Fußboden in der Küche sägen und schnippeln zum Abendbrot. Aufhören! Bloß aufhören! Aufhören? Wieso? Weil du alles durcheinander bringst, Kerl. Nochmal von vorn das Ganze. Jawohl. Großer Zauberer, ich soll 6 Körbe Kartoffeln umstechen, 3 Klafter Holz schrubben, den Fußboden in der Küche umstechen, sägen und aufspalten und viertens
komme, möchte ich meine Bratkartoffeln speisen. Sie lassen mich allein, großer Zauberer? Ja, aber du brauchst dir keine Hoffnung machen, dass du entkommen kannst. Dafür habe ich vorgesorgt. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Bis heute Abend. Wiedersehen. Jetzt sitze ich hier. In dem vertrackten Zauberschloss. Mit drei Sechskörbe Kartoffeln schälen. Dabei wollte ich doch bei allererster Gelegenheit ausbüchsen. Aber wenn mich doch da draußen gleich der Blitz drückt, Mann, da muss ich doch aufpassen, was der dumme Zauberer sagt. Aber Kinder, sechs Körbe Kartoffeln, das ist vielleicht ein Fresser. Mann, der muss ja einen Bärenhunger haben, wie ein ausgewachsener Elefant. Apropos Hunger. Ich krieg auch schon ein bisschen Hunger. Ob ich hier wohl in diesem Zauberschloss was für mich zu essen finde? Ich kann doch mal essen. Ja, ich esse gerne. Ich hätte lieber so drei Gläser Schmalz oder vielleicht ein Gläschen Marmelade oder wenigstens drei saure Gurken. Aber rohe Kartoffeln, die darf man nicht essen. So, ich esse mal. Rohe Kartoffeln. Du? Nee, ich nicht. Nee, alles esse ich nicht. Ich geh mal gucken, ob ich noch was Besseres finde. Hier ist ein Regal. Mal sehen, was ich hier finde. Bloß ein Spiegel. Ein Spiegel, Kinder. Na toll. Soll ich mir mein blödes Gesicht jetzt auch noch im Spiegel angucken? Aber warte mal. Hier steht was. Zauberspiegel. Sag mir, wen du sehen möchtest. Ich zeige ihn dir. Oh, das ist ja klasse. Zeig mir, wen du sehen möchtest. Da wünsche ich mir doch, den Seppel zu sehen beim Räuber Hotzenplotz. Los, schneller! Der Säbel muss scharf werden wie ein Rasiermesser. Sie wünschen, wie Sie. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Zipfelmütze hat sich hier in der Grube verheddert. Was schon wieder? Wie oft soll uns denn das noch passieren? Das wird uns nie wieder passieren, so weit ich der Räuber Hotzenplotz bin. Hey, nein, nein. Und immer ein schönes Feuerchen hier habe. Nein, hey. Jetzt wird nicht verbrennen. Nein, ich kass das Mütze verbrennen. Ah, sie brennt schon. Oh. Ist das nicht lustig, hey? Ich bin so tot, lachen. Was haben Sie gemacht? Kassmannsmütze. Alter Kurbel, du musst dir schließlich nicht zum Vergnügen, sondern zum Arbeiten. Hat er auch noch meine schöne Kassmannsmütze verbrannt, dieser Trottel? Habt ihr das gehört? Ja. Ja. Soll ich da mal reinkommen? Ja. Echt? Ja. Ja, ja. Aber dann wieder die Tür zu machen. Wer bist du denn? Ich bin eine Unke. Oh, eine Unke. Ich war einmal so eine schöne Fee. Die Fee Amaryllis. Jetzt sitze ich seit 7 Jahren hier in diesem Pfuhl als Unke. 7 Jahre? Das ist ja entsetzlich. Ja, der Zwackelmann, der ist mein ärgster Feind. Nur weil ich ihn ab und zu mal ein kleines bisschen geärgert habe. Aber aus Strafe, da hat er mich verzaubert. Kann ich dir irgendwas tun? Ja. Das kannst du tatsächlich? Oh Gott, ja, bring mir das Feenkraut. Das wächst direkt hinter dem Schloss auf der Hohen Heide. Wenn du mir dieses Kraut bringst und mich damit berührst, ja, dann bin ich frei. Feenkraut macht jeden Zauber zunichte. Oh, ich bitte dich, bitte. Pass auf, wenn der Mond scheint, dann beginnt das Feenkraut zu leuchten. Dann kannst du es finden. Und wenn du ein Sträußlein davon gepflückt hast, dann ist alles gut, dann kann dir der böse Zwackelmann nichts mehr anhaben. Na gut, ja, dann mache ich mich jetzt sofort auf den Weg. Sei vorsichtig und beeile dich. Ja. Ich bin draußen. Oh, bloß gut. Ich hätte ja nicht gedacht, wozu so ein Säppelhund macht. Ach, so ein Zaubermantel ist schon echt eine feine Sache. Man setzt sich im Buxtehude drauf, sagt einen Zauberspruch und hui, ist mal wieder zu Hause.
Aber nun bin ich bärenhungrig. Ob der Seppel wohl schon mit meinen Bratkartoffeln fertig ist? Seppel! Na nun, es rührt sich nichts. Seppel! Der Bursche ist doch wohl nicht etwa am Küchentisch eingeschlafen? Seppel! Er hat es also geschafft zu entkommen. Irgendjemand muss ihm verraten haben, wie man das macht. Aber ich weiß, er ist rausgegangen. Der ist einfach rausgegangen? Ja. Gut, dass du mir das sagst. Und den schnapp ich mir jetzt. Denn ich wäre nicht umsonst der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann, wenn ich mir nicht einen jeden herbeizaubern könnte, von dem ich ein Kleidungsstück habe. Schnell mit meinem Zauberpulver einen Zauberkreis gemacht. Noch ein Strich hier, ein Strich da. Den Seppelhut in die Mitte. Los geht's. Herbei, herbei, wo auch immer er sei. Des Hutes Besitzer, er stelle sich ein. Dort, wo der Hut ist, da soll auch er selber sein. Hokus Pokus, du sei es! Nanu, was macht dieser fremde Bursche in meiner Küche? Und wie kommt er hierher? Also, wie ich herkomme, weiß ich doch selber nicht. Aber eben habe ich noch in der Räuberhöhle dem Herrn Hotzenbloß seinen Stiefel gewienert. Ja, ich bin der Seppel. Der Seppel? Nein, das geht nicht. Doch. Ich kenne den Seppel. Der Seppel war mein Liebbursche. Und das ist sein Hut. Du liebe Güte, jetzt verstehe ich. Sie verwechseln den Kasperl und den Seppel. Das hat der Hotzenplatz auch immer gemacht. Weil wir nämlich den Seppelhut und die Zipfelmütze getauscht haben. Oh, dieser Hotzenplatz, was hat der mir da bloß wieder eingebrockt? Gut. Wenn du wirklich der Seppel, der Seppel bist, dann beweise es mir und gib mir Kaspers Mütze. Das geht nicht, weil sie der Hotzenplatz da verbrannt hat. Der hat sie vor meinen eigenen Augen ins Feuer geworfen. Aus purer Bosheit. Aus Bosheit, sagst du? Aus Dummheit, aus Unverstand. Oh, dieser Hotzenplotz. Aber sage mir, von wem ist dieser Stiefel? Der gehört dem Hotzenplotz. Den habe ich eben putzen müssen. Gut, gib ihn her. Das wird mir der Kerl büßen. Weg mit dir. Hier, dein Hut. Schnell einen neuen Zauberkreis gemacht. Hier, dein dummer Lappen. Ein Strich hier, ein Strich da. Den Stiefel in die Mitte. Herbei, herbei, wo auch immer er sei, des Stiefels Besitzer, er stelle sich ein. Dort, wo der Stiefel ist, da soll auch er selber sein. Hokus Pokus, so sei es! Oh, was ist denn jetzt los? Ich war doch eben noch in meiner Räuberhöhle und wollte mich zur Ruhe legen. Der Bursche, den du mir gestern verkauft hast, das war nicht der dumme Seppel, das war der Kasper und der ist mir abgehauen. Was? Das habe ich aber nicht gewusst. Aber mach doch nichts, sieh, du bist doch der große Zauberer. Dann zauberst du einfach den richtigen Kasper hierher. Das kann ich nicht, weil du blöde Jan die Zipfelmütze verbrannt hast. Oh, du Gimpel von einem Räuber. Gimpuli, Gampuli, Holzplatz, Pipi! Na, na, Holzplatz, alter Freund. Das hättest du dir wohl nicht denken lassen, na? Nun kannst du in deinem Käfig über deine Dummheit nachdenken. Und nun zu dir. Oh je, jetzt werde ich bestimmt auch in so ein Tier verwandelt. Dort, ab an den Küchentisch. Ja, bitte, Herr Zauberer. Weißt du, was du dort sollst? Offen gestanden, nein. Da ist das Schälmesser. Dort der Abfalleimer und dort die Körbe mit den Kartoffeln. Hier hast du den Hotzenplotz. Dann kannst du dir bei der Arbeit etwas vorzwitschern lassen. Ich werde jetzt mit meinem Zaubermantel durch den Wald rings um mein Zauberschloss fliegen und diesen Kasper suchen. Das wird er mir büßen. Wenn ich diesen Burschen habe, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Guck mal, Kinder, ich habe das Feenkraut gefunden. Onkel, bist du noch da? Ja, warte, ich komme. Hallo, hallo. Oh, ich sehe, du hast das Feenkraut. Ja, siehst. Oh, wundervoll. Oh, Zimata und Schwefel,
Beim Teufel und seiner neuen schwänzigen Großmutter, was muss ich da sehen? Warum stehen die Kellertüren auf? Ich ahne Schlimmes. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Oh, oh, jetzt warte mal. Oh Gott. Gleich wird er hier sein. Es ist zu spät. Sag mir, was ich tun soll. Oh Gott, schnell, berühr mich, schnell. Ja. Ich bin wieder die Fee. Endlich wieder schön. Oh, juhu. Pass auf. Potzgalle, wie wird mir? Was muss ich da Schreckliches sehen? Pfui! Du hast ausgespielt, großer und böser Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Ich bin keine Unke mehr. Ich bin wieder die Fee Amaryllis. Nach 7 Jahren in deinem Unkenpfuhl bin ich nun endlich frei. Also gib dich geschlagen, Bösewicht. Gegen dieses vermaledeite Feenkraut bin ich machtlos. Ich habe eine Wut auf diesen Kasper, dass ich platzen könnte. Eine Wut in mir, die nicht zerreißt. Eine Wut, dass ich platze. Oh. Ha! Jetzt hat's den Nacht. Der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann hat das Ende genommen, was er verdient hat. Aber komm nun, Kasperl, wir müssen das Schloss verlassen. Ich schenke dir den schönen Blumenstrauß, weil wir die Tote machen. Oh, danke schön. Wir müssen uns beeilen, komm. Ja, aber du, ich muss noch mal schnell in die Küche, weil da liegt doch noch der Hut vom Seppel. Ich will den noch holen, sonst ist der doch sauer, wenn ich den nicht mehr habe. Haha, hier ist ja der Seppel. Ey, Seppel! Oh. Mensch, Seppel, wach auf! Oh, Herr Zwackelmann, war ich eingeschlafen? Oh. Herr Zwackel? Ha! Ha! Kennst du mich? Der Kasper! Der Kasper! Der Kasper! Mensch, wie kommst du denn hier? Ach, das ist eine lange Geschichte. Soll ich sie dir erzählen? Ja, erzähl ihm die Geschichte später. Oh. Ui, ist das aber eine schöne Frau? Also, wer ist denn das? Da staunst du was. Ja. Das ist eine echte Fee. Nein. Die Fee Amaryllis. Sie hat aber ein vornehmes Kleid an. Und wie schön die ist. Habe ich das schon gesagt? Aber kommt nun, ihr beide. Wir müssen uns doch beeilen. Kommt. Ja, aber halt. Ich muss den hier mitnehmen. Oh, guck mal. Ein Gimbal. Ein Gimbal. Ja, ein Gimbal, Kasperl. Aber ein ganz besonderer. Oh, lasst uns gehen. Ja. Aber ihr beiden, nun kehre ich wieder heim in das Feenreich. Doch bevor ich dahin zurückkehre, möchte ich dir danken, Kasperl. Sei gewiss, dass ich niemals vergessen werde, was du alles für mich getan hast. Hier, nimm diesen Ring. Du musst wissen, es ist ein Wunschring. 3 Wünsche stehen dir frei. Wiedersehen. Jetzt ist sie weg. Und wir sind immer noch da. Also rasch nach Hause. Nach Hause? Nein. Du, denk mal dran. Der Hotzenplotz, ja? Der hat meine schöne Mütze verbrannt. Das habe ich genau gesehen. Und bevor der nicht hinter Schloss und Riegel sitzt, gebe ich keine Ruhe. Oh, tröste dich, Kasperl. Der sitzt doch schon längst. Der sitzt? Ja, und zwar als Gimpel in diesem Käfig. Das ist der Hotzenplotz? Der Zwackelmann hat ihn verzaubert und hier eingesperrt. Da staunst du was? Oh, das ist ja toll. Ja. Dann brauchen wir den Käfig ja nur noch zum Tierheim zu bringen. Ach Quatsch, nicht zum Tierheim. Zum Wachtmeister Dümpfelmoser. Ach so. Ja, aber so kann ich nicht unter die Leute gehen, Seppel. Das geht nicht. Aber nicht ohne meine rote Zipfelmütze. Soll ich dir jetzt eine stricken oder häkeln? Ich wünsche mir auf der Stelle meine schöne rote Zipfelmütze zurück. Kasperl! Das ist ja unglaublich. Ja. Der Ring funktioniert. Ey, die hat nicht gelogen. Na, toll. Mann, die Mütze ist ja noch schöner als die alte. Und ich hab gesehen, wie die alte verbrannt ist. Ich hab's gesehen. Ja. Findest du? Sieht die genauso aus? Guck mal. Noch viel besser. Meinst du, so kann ich gehen? Ja. Na los. Dann lass uns nach Hause. Ganz schnell. Los. La 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 la
Wir haben doch das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste? Na, die Kaffeemühle von Großvater. Die Kaffeemühle, du hast recht. Das stimmt. Wir müssen sofort zurück zur Räuberhöhle, da hilft alles nichts. Los, komm. Nö, also da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin. Was? Nö, das machen wir einfach. Wie denn? Na, denk doch mal nach. Kinder, wie kann man das machen? Ring. Genau, wir haben doch den Wunschring. Ich habe doch 3 Wünsche. Ich wünsche mir, die schöne neue Kaffeemühle von Großmutter zu bekommen. Das ging aber fix. Da kommt sie. Kasper, hier werden Wünsche wahr. Probier sie doch mal aus, ob sie noch geht. Oh ja. Das gibt's doch nicht. Die spielt zweistimmig. Hört ihr das auch? Ja. Kasper, wie ist das möglich? Kannst du mir das erklären? Du, ich glaube, da steckt die Fee Amaryllis dahinter. Die Fee Amaryllis? Ja. Bestimmt. Da wird Großmutter aber wieder mal Augen machen. Ach, was mag nur mit Seppel und Kasper passiert sein, wo die beiden nur stecken? Ich mach mir solche Sorgen. Da kommt ja der Herr Wachtmeister, Wachtmeister Dimpfelmoser. Stellen Sie sich vor, Kasper und Seppel sind noch immer nicht zurück. Ich hab ja solche Sorgen. Tja, so einen Räuber fangen, das ist eben keine Kleinigkeit. Och. So etwas kann leicht ins Auge gehen. Wer wird denn gleich verzweifeln, meine Liebe? Wissen Sie was? Wir lassen den Kasper und den Seppel vom Gemeindediener öffentlich ausrufen. Und Sie glauben, das hilft? Tja, man muss alles versuchen. Lassen Sie uns gleich gemeinsam den Text aufsetzen. Rote Kaspermütze und grauer Seppelhut. Rote Kaspermütze und grauer Seppelhut. An alle Personen, die in der Lage sind, bei der Polizei zweckdienliche Mitteilung zu machen, ergeht hiermit die dringende Aufforderung, sich unverzüglich beim nächsten Polizeibeamten zu melden. Grüß Gott, Herr Dimpfelmoser. Hallo, Großmutter. Hallo. Kasper, Seppel, oh, schön, dass ihr wieder da seid. Oh, was haben Sie zu der Überraschung, Herr Wachtmeister? Gelungen, gelungen. Aber eine echte Überraschung kommt ja noch, Herr Wachtmeister. Nämlich? Der Räuber Hotzenplotz. Ja, und wo habt ihr den? Hier. Da. In diesem Käfig. Wie, was? Im Vogelkäfig? Das ist doch kein Räuber! Das ist ein Gimbel! Mein lieber Freund, mach deine dummen Späße gefälligst mit jemand anders! Ich bin eine Amtsperson! Und wer sich über mich lustig macht, kommt ins Loch! Sachte, sachte, Herr Wachtmeister! Seppel, pass auf! Der letzte Wunsch, stell dich an die Tür, dass hier keiner abhaut! Mach ich, Kasperl! So, mein letzter Wunsch. Ich wünsche mir, dass aus dem Käfig jetzt augenblicklich wieder der Räuber Hotzenplotz wird. Oh. Hey, Sie da, runter von Großmutters Gartenbank. Was fällt Ihnen einer auf? Wer sind Sie überhaupt? Wer das ist? Mann, das ist doch der Räuber Hotzenplotz. Ja. Was? Unsinn, Kinder. Sieht denn so ein Räuber aus? Ein Räuber in Strumpfsocken? Doch, doch, das ist der Räuber. Ich erkenne ihn. Sie müssen ihn festnehmen. Nicht festnehmen! Aus dem Weg sein! Aus dem Weg! Ah, Hilfe! Hilfe! Zum Donnerwetter, was ist denn das hier? Wachtmeister! Sie müssen ihn festnehmen! Selbstverständlich! Fesseln und Fesseln! Oh, verdammt! Ich bin fesselig halt! Hoch mit dir! Zack, zack! So! Mach das so! Auf Nummer sicher kommst. Ab durch Herr Wachtmeister, eine Bitte noch. Können Sie mir nicht diesen Vogelkäfig abnehmen, bitte? Nein? Oh. Bei dir kann ich gar nicht vorsichtig genug sein. Los! Was passiert denn jetzt mit ihm, Herr Wachtmeister? Na, fürs Erste kommt der Lunk ins Spritzenhaus. Und fürs Zweite? Fürs Zweite wird ihm dann der Prozess gemacht. Los! Stopp! Aber bevor ich es vergesse, Kasper und Seppel, ich werde mich gleich morgen beim Bürgermeister darum kümmern, dass ihr für eure mutige Tat auch eine Belohnung bekommt. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt ins Haus und trinken Kaffee. Ja. Und Pflaumenkuchen? Und Pflaumenkuchen. Und Schlagsahne? Und Schlagsahne. Schlagsahne, so viel, bis euch der Bauch wehtut. Oh, gehen wir. Los. La 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 la. Halt, mir fällt gerade ein. Ja?
Ich muss zu Frau Meier mir eine neue Kaffeemühle borgen. Meine ist doch nun nicht mehr da und ich möchte so gern einen frischen Kaffee malen. Ich hab doch keine mehr. Ja, das stimmt. Ohne Kaffeemühle geht's wirklich nicht, Großmutter. Haha. Deswegen? Haben wir auf den Räuber gefahren, deine Großmutter? Eine neue Kaffeemühle. Nur deswegen. Eine schöne neue Kaffeemühle. Spielt sie auch noch mein Lieblingslied? Probier's aus.